sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Okay, ich möchte erst rasten. Führt mich an, mein Freund. Hallo, meine lieben vergnügten Freunde. Ich möchte sehen, was ihr habt, ja. Die Flitzo sei es. Ich kann natürlich wieder nicht rasten, weil ihr zu verstreut seid. Ja. In den 5 Krügen bekommt jeder ein Getränk nach seinem Geschmack. Darauf könnt ihr Gift nehmen. So. Fragt, was möchtet ihr? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr... Freut mich, euch zu sehen. Einen schönen Abend, werte Dame. Die Schauspielertruppe beginnt gleich mit ihrer nächsten Vorstellung. Wenn ihr vielleicht interessiert seid, wir bitten euch, 5 Goldmünze als Beitrag für die Eintrittskarte zu bezahlen. Aber das ist kein Muss. Würdet ihr dann also gerne eine Eintrittskarte dürfen, werte Dame? Was ist das für ein Stück? Es ist ein höchst dramatisches Stück, das von der wunderbaren Mitgliedern der Siegel-Schauspieltruppe aufgeführt wird. Man kann es nur schwer beschreiben und muss es eigentlich gesehen haben. Könnte ich euch da vielleicht für eine Eintrittskarte interessieren? Hier sind 5 Goldmünzen. Hofs großzügig, werte Dame. Geht nur ins Theater, sobald ihr Lust dazu habt. Zeigt eure Eintrittskarte einfach dem Kartenabreißer dort drüben. Erzählt mir mehr davon. Ich bin ganz Vielen ohr. Dank, werte Dame. Bitte geht hinein. Ich hoffe, das Stück gefällt euch. Ich war keine große Herausforderung. Euer Liebster hat euch verlassen, süße Lunesia. Euch bleibt nur noch eine Möglichkeit. Wendet euch mir zu und lasst unsere Vermählung endlich geschehen. Nein, Quirinaldo, ich kann nicht. Oh, Rodrigo, Rodrigo, meine einzige Liebe, wohin seid ihr gegangen? Ja, Schmierentheater. Hier bin ich, mein, Biff, der Ersatzmann. Kennen wir Biff nicht sogar? ja, Rodrigo. Rodrigo, da seid ihr ja endlich. Aber wo seid... Ich war, jenseits des Meeres, mein gnädiger Herr. Ja, jenseits des Meeres und, Du bist ein schlechter Ersatzmann. Hey, das ist aber nicht der Schauspieler vom letzten Mal. Und vielleicht in die neuen Ländern, mein Herr? Ja, genau. In den neuen Landen, ja. Wo ist denn der Schauspieler vom letzten Mal? Pfui! Das ist erschrecklich. Total entsetzlich. Aber ist das Rodrigo? Nein. Wie kann das sein? Nun, ihr habt also allen Grund so, verwirrt. Es war doch verwirrt, oder? Es ist verblüffend. Verblüffend. Erstaunt. Nun ja, ihr habt einen Grund, so erstaunt auszusehen, mein Fürst. Quirinaldo, ihr wart es der... Schrecklich! Schafft ihn von der Bühne! derjenige, welcher... Psst! Wurde für mich arrangiert, um über das Meer zu gelangen. Hä? Wie bitte? Ja, ihr habt recht, Rodrigo. Ich war es, der eure Reise über das große Meer geplant hat. Das war, wirklich boshaft von mir. Aber wie kommt es, dass ihr so schnell zurück seid? Ich hab's vergessen. Ich bin ja auch nur die Zweitbesetzung. Liras Fluch! Ich weigere mich, mir das anzuschauen! Genau! Auweia. Ja. Es tut mir leid, liebes Publikum. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, stehen die Dinge um unsere Truppe derzeit nicht gut. Aufgrund widriger Umstände, die nicht unserer Kontrolle unterliegen. Da ist Schei. Liebe Leute, ich bitte euch, an einem anderen Tag wiederzukommen, wenn die Angelegenheiten in Ordnung gebracht wurden. Wir werden euch dann beweisen, dass die Siegeltruppe eure Aufmerksamkeit und euer Geld wert ist. Der Eintritt für euch ist natürlich frei. Und noch eine letzte Anfrage an euch, liebes Publikum. Falls ihr oder jemand anderes Leute kennt, die den Künsten des Schwertes fähig und dazu abenteuerlustig sind, dann schickt sie zu mir. Dies ist eine Sache von äußerster Dringlichkeit. Sagt ihnen,
Sie sollen zu mir kommen und mit mir, Relis Shai, sprechen. Nun bitte ich euch nochmals um Entschuldigung und wünsche euch einen angenehmen Abend. Aha, neue Quest. Haben wir jetzt das mit Quails Ding Nee, das wird wahrscheinlich zusammenhängen, oder? Ja, Freunde von Quail benötigt Hilfe. Offensichtlich benötigt das Theater und das Wirtshaus die fünf Krüge dringend ein paar Abenteurer. Eine Frau namens Wei Shai hat alle, die an einem Abenteuer interessiert sind, dazu aufgefordert, hinter die Bühne zu kommen und eine Angelegenheit mit ihr zu besprechen. Ja, nun gut. Ja, Biff, der Ersatzmann. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Ah, hallo. Es tut mir leid, aber wenn ihr eine Rückerstattung für die heutige Vorstellung wollt, kann ich euch nur bitten, wiederzukommen, wenn unsere Truppe nicht mehr so durcheinander ist. Warum ist eure Truppe so in Aufruhr? Die Wackelmöglichkeit des Schicksals beschert uns im Moment einen bösen Wind. Ein Mitglied unserer Truppe fehlt aufgrund von Umständen, die sich unserer Kontrolle entziehen. Es freut mich, dass ihr gekommen seid, um uns zu helfen. Erläutert mir die Situation zuerst genauer. Dann will ich euch unsere Geschichte erzählen. Einer unserer Schauspieler, Herr Dallas, wurde von einem Magier entführt, der in dieser Stadt lebt. Er hat bisher keine Anstalten gemacht, mit uns in Kontakt zu treten, um zu verhandeln. Vielleicht wurde die Gier des Magiers durch den Edelstein, den Herr Dallas in seinem Besitz hat, entfacht. Ein wunderbarer Stein, den unser Spatz nicht freiwillig hergeben würde. Ihr seht, dieser Magier hat uns beides gestohlen und wir können nichts dagegen tun. Ich ersuche euch, unseren Spatz und seinen Edelstein zurückzubringen. Das ist jetzt eine Mittel, die ich zur Verfügung stellen. Warum bittet ihr nicht die Stadtwache um Hilfe? Ich bin mir nicht sicher, wie die Bräuche hier sind, aber diese Truppe aus Sigil hatte noch nie das Glück, vor den offiziellen Stellen einer fremden Stadt gut behandelt zu werden. Na, danke gleichfalls. Außerdem, obwohl ich auf diesem Weg vielleicht Herr Dallas freikommt, würden wir wohl kaum unseren Edelstein zurückgehalten. Der Magier könnte behaupten, dass er ihm gehört und wir könnten nicht das Gegenteil beweisen. Nein, es muss dafür gesorgt werden, dass unser Bruder und unser Edelstein sicher zu uns zurückgebracht werden und wir können es nicht zulassen. Dass man uns unangenehme Fragen wegen unserer Andersartigkeit stellt, das ist die beste Möglichkeit. Sagt mir, wer dieser Magier ist und wo ich ihn finden kann. Sein Name ist Magha, denke ich. Ich weiß, dass man durch die Abwasserkanäle der Stadt in seine Behausung kommt. Doch wo diese genau liegt, ist mir unbekannt. Nun gut, ich werde euren Auftrag annehmen. Realis. Dann fliegt und eilt, entreißt unser Bruder seinem Entführer mit allen Mitteln, die euch zur Verfügung stehen und kehrt bald zu uns zurück. Meine Gebete begleiten euch, gute Frau. Ja, in den Kanälen sind wir eh noch nicht fertig. Ich habe einen Auftrag von Realis Shai, der Anführerin einer Truppe von Schauspielern, die in dem Theater oder dem Wirtshaus zu den fünf Krügen arbeitet. Ich soll einen ihrer Schauspieler befreien, einen gewissen Herr Dallas, der von dem Magier Merkhard entführt wurde. Sein Labor kann man durch die Abwasserkanäle erreichen. Ich soll Herr Dallas aus der Hand des Magiers befreien und einen Edelstein finden, der ihm gehört. Mhm. Was haben wir die anderen noch sozusagen? Vor allem Biff, der Ersatzmann. Schlutz, ich hab's wirklich, wirklich versucht, Schlutz. Es ist äußerst freundlich von euch, meine Fürsten eure Unterstützung anzubieten. Wir danken euch wahrlich und ich bin mir sicher, dass auch Herr Dallas eure Hilfe zu schätzen weiß. Seid gegrüßt! Ohne Herr Dallas als unseren Rodrigo gibt es nur wenig, was wir tun können, fürchte ich. Närrischer Diebling. Sich so erwischen zu lassen. Sobald schon wieder zurück, mein Kind? Aber ich sehe weder Herr Dallas noch seinen Edelstein bei euch. Ja. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Den kriegen wir schon wieder. Ja, die Theater bis. Also die Quest vom Theater, die hatte ich auch nicht mehr. Nicht so prickelnd in Erinnerung. Was braucht leichtfüßig und so? Was ist eigentlich aus der Schiebung? Ach so, regenerierend.
Dumm-di-dumm. Das nehmen wir als Bezahlung. Ihr müsst eure Gruppe. Mehr wollen wir nicht von denen. Weil wahrscheinlich der Magier hat mehr als genug Zeug, was wir verkaufen können. Keine große Herausforderung. So, das heißt, wir verlassen das Brückenviertel jetzt wieder. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ich habe mich nämlich zum Beispiel auch in den Slums noch nicht fertig umgeschaut. Nun gut. Jetzt gehen wir aber erst nochmal ins Regierungsviertel, dann gehen wir in die Waukenpromenade und dann gehen wir in den Tempelbezirk. Und in die Kanäle. Dann machen wir nämlich mal die Kanäle jetzt endlich fertig, weil jetzt dürften wir stark genug sein für den Bereich, den ich damals ausgelassen habe. Wo Talisas Gefahrensinn einfach gesagt hat, wir sollten die Kanäle fürs Erste verlassen. Hier ist es nicht gut. Und ja, Brückenviertel und vor allem Friedhofsviertel. Das verschiebe ich auf ganz am Ende des Friedhofsviertels. Das zögere ich so weit hinaus, wie ich es kann. Naja, okay, die wachende Festung verschiebe ich eigentlich eher aufs Letzte. Die kenne ich nämlich nicht, bis aufs Erdgeschoss. Regierungsviertel. Was möchtet ihr? Die Hafner, die reden immer noch nicht mit mir wahrscheinlich. Oder ist der Junge schon abgezogen? Das habe ich nämlich auch gerade nicht mehr in Erinnerung. Ich werde mir keine Aufmüpfigkeiten gefallen lassen, Bauernpack. Kann ich nirgendwo sehen, mein guter Junge? Vielleicht sollte ich euren Weg ein Stück zurückverfolgen, hä? Ich hätte schwören können, dass ich meinen Ring trug, als ich das Anwesen heute Morgen verließ. Also hat ihn vielleicht jemand der Anwesenden gesehen? Vielleicht ist er zum Boden gefallen. Ich werde mir keine Aufmüpfigkeiten gefallen lassen, Bauernpack. Ja, gut. Weil das heißt nur der Marktschreier. Ne, da wird's der Junge wahrscheinlich ins Dorf zurückgeschafft haben. Okay. Gut, dann jetzt noch zur Waukenpromenade rüber. Das Verkaufen verschiebe ich aufs nächste Mal. Ich werde nur schnell dorthin gehen und dort speichern. Die da irritieren mich aber ein bisschen, die Hafner. Ich hoffe, ich habe da das Folgequest von Yahira nicht verbuggt aus Versehen. So, stellen wir uns hier vor den Laden. Weil hier an der Waukenpromenade haben wir eigentlich immer noch das Obergeschoss von der Höhle der Sieben Geier. Das könnten wir dann auch noch in Angriff nehmen. Oh ja, wir haben ja gerastet. Also noch identifizieren. Schild der Verlorenen. Das ist, glaube ich, besser als dein Schild, oder? Ja, ist es. Wobei ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher bin. 5% Magieresistenz ist schon nicht schlecht. Alas Drachenbann? Okay. Geschenk der Nacht plus 5. Träger erhält im Schatten verstecken. Yoshimo. So. Die kann dann auch weg. Gut, da müssen noch die drei Sachen identifiziert werden nach dem nächsten Rasten. Das können wir dann ja in der Höhle der Sieben Geier machen, nachdem wir die anderen verprügelt haben.
Und ja, dann müssen wir noch Zeug verkaufen. Das sind wir in der nächsten Folge. So, ich speichere jetzt. Das ist dann LP 17. LP 017. Und dann gibt es jetzt hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.